Oh mein Gott. Hi Leute. Hier ist euer Bossi. Okay, zick, PvP. Und wir spielen eine Runde Hardcore Games. Ich weiß nicht so wirklich warum. Wie ihr vielleicht wisst, war ich eine Woche auf meiner Kursfahrt und direkt. Ich habe noch gar nichts gespielt. Bin eigentlich, so wie man es eigentlich kennt, mega rusty. Vor allem nach einer Woche, in der ja ich logischerweise nicht so in meinem Leistungskurs Fahrt-Dings. Jetzt nicht so viel Hardcore-Games gespielt habe oder beziehungsweise Minecraft gespielt habe. Ja, muss ich mich erstmal reinfinden. Dann ist es schon sehr übermotiviert, direkt mit HG anzufangen. Aber vielleicht habe ich ein wenig Glück. Vielleicht hat irgendwer ein wenig Gnade da oben mit mir und sagt, okay, der hat's heute verdient. Der hat einen guten Tag. Der hat's verdient. Einfach mal heute ein Bomben-Gameplay mit. Machen wir 24 Kills. Mal zu bringen. Und mega gute Themen dabei zu erzählen. Nein, okay, Spaß. Also, ihr merkt eventuell, ich bin ein wenig leicht erkältet. Na, ich will zwar nicht so eine große Sache daraus machen, weil es dann auch übertrieben wäre. Aber, ja, also, wenn mich jemand fragen würde, wie es mir gehen würde, dann müsste ich echt schon sagen, ja, nicht so gut. Aber, ist auch nicht so wichtig. Ich will jetzt erstmal in Ruhe diese Anfangsphase überleben, bevor ich mich dann später zu meinem Thema vorarbeite. Aber bis dahin muss ich erstmal was machen. Und zwar überleben. Das Ganze tun wir mit dem Kid Snail. Ich der Einzige, der immer bei Snail denkt, immer an Schlangen denkt. Aber es ist doch Schnecke, ne? Es ist so dumm eigentlich. Oh, ja. Fällt herunter. Es stört mich nicht. Ja, okay, ich schmeiß sie weg. Du brauchst sie eh nicht, ne? Oh mein Gott! Basti, ich hab mich richtig erschrocken, Alter. Oh mein Gott. Boah. Wie so ein richtiger Lappen, Alter. Boah. Boah, das war jetzt zu viel für mich. So, das war's mit der Runde. Ich kann nicht mehr. Mann, habe ich mich erschrocken. Alter. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Ich hasse Gladiator. Ja, ihr merkt schon, dass ich super gut refille. Oh mein Gott, was mache ich? Wieso lebe ich noch? Ernsthaft? Ich spiele so schlecht, ich Bowl Drop, Quick Drop, alles, was ich irgendwie brauchen könnte. Aber Glück gehabt. Also, wie gesagt, achtet bitte nicht so krass aufs Gameplay. Ich wollte eigentlich heute wieder mal ein ernsteres Thema ansprechen, aber bis jetzt sieht es echt nicht so aus, dass ich jetzt irgendwie dazu kommen werde, weil ich permanent hier. Ja, okay, Hardcore Games ist echt nicht so das Optimale dafür. Also. Gut, Basti. Richtig gut. Da würde ich mal sagen, mit einer Bar kann man bestimmt noch was reißen. Ach ja, juckt mich jetzt eh alles nicht mehr so. Da oben ist ein Tower. War doch sonst. Aber Pilze werde ich wahrscheinlich hier nicht mehr so kriegen.
so wie ich mir das wünschen würde, ist eigentlich immer das Gleiche. Dass ich echt immer richtig low und soup bin. Aber dass ich mich am Anfang so erschrocken habe, Mann. Ja, okay, das werde ich verlieren. Weil er locker 1000 Suppen hat. Okay. Es gibt Sachen, die ich verstehe, aber sowas verstehe ich dann nicht. Ich will jetzt gerade einfach nur weg. Gib mir ein Stack Pilze, aber mehr. Okay. Ich möchte jetzt für 10 Minuten keinen Gegner finden. Niemanden. Keiner soll jetzt kommen, bis ich Pilze habe. Okay. Okay, gut, danke. Dieser rote, dicke Pilz kann meine Rettung sein, ne? Das ist nicht schneller, ne? Erstmal Äpfel. Also ich bin eigentlich mega rusty, ich habe nur gerade so viel Glück, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber soll mich ganz ehrlich auch jetzt nicht stören. Ich würde jetzt einfach nur so gerne einen Stack Pilze haben. Und Full Iron vielleicht auch noch, das wäre auch ganz nett. Ich merke schon, mit meinem Thema, glaube ich, verlagere ich, wenn ich zum Fies komme, wenn ich es denn so weit schaffen sollte, was ich mega gut finden würde, würde ich das dann dahin verlagern. Ach, gehen wir mal zu den Typen mit PvP im Namen. Ich denke mal, das würde ich damit meinen anderthalb Bars locker hinkriegen. Ich bin ja immerhin Snail. Ach ja, Freunde. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber dass ich mich echt verrechnet habe, dass ich hier noch ein Video mehr hätte machen sollen. Es war mir sowieso klar, dass ich noch eins machen müsste. Aber ich dachte, dass heute, also am Samstag eins kommen muss und dass ich das am Freitag noch hinkriege. Hat aber auch nicht funktioniert, da ich Freitag nicht mehr da war. Okay, der hat auch nicht so viele Suppen. Ach, soll mich nicht stören. Trotzdem GG. Okay, wenn ein Hermit, das war ein Hermit, ne? Wenn der auch so wenig Suppen hat, dann wird kaum einer so viele Suppen haben. Vielleicht habe ich auch die meisten. Wahrscheinlich. Nein, war ein Witz. Kommt, Leute, wir machen einfach den Übermotivierten, okay? Wir gehen einfach jetzt zum nächsten. Warum nicht? Und wo ist das Mini-Fies? 150 minus 350. Dann müsste ich jetzt in Richtung F2. Ich habe jetzt keinen Bock. Den habe ich doch gerade in der Höhle da gesehen, oder? Habe ich mich verguckt? Habe ich mich verguckt? Oh. Hi. Thema? Ja, okay. Das mit dem...
Hat er jetzt echt geschafft, mich noch anzuzünden? Lol, was war das? Aber danke, dass du mir das Feuerzeug... Mann, guck mal mein Inf an, Mann. Ich werde bestimmt die Runde noch gewinnen, oder? Ich sag euch was, ne? Ey, das ist so eine kranke Scheiße jetzt hier wieder. Warum kann ich sehe? Ich sehe immer Gameplays, da haben Leute nach dem Anfang, die spawnen im Sumpf. Eine 100er Runde, ne? 100 Leute auf dem Server. Die kriegen Tonnenpilze, ne? Ich spiel, fall in Schluchten. Keine Ahnung, mir passiert immer irgendwas richtig Dummes. Und die anderen gewinnen immer. Und ich muss mich immer so komisch. Wann habe ich das letzte Mal so eine Runde gehabt, wo ich einfach mit 64-64 nach dem Spawn rumgelaufen bin und schön abgeräumt habe? Jetzt gerade mache ich auch gute Kills. Aber guck mal, auf was für eine Art und Weise. Das ist wieder so ein komischer Server. Worauf keiner klarkommt. Aber danke, dass du mir dein Feuerzeug gedroppt hast. Dadurch konnte ich das jetzt in mein Inf nehmen. Aber, ja, aber ist Gladiator Free Kit oder so? Das könnte fast sein. Aber ich glaube, ich habe 7 Kills, ne, Leute? Also, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Es sind 7 Kills, ne? Ich schreib's nur an den Thumbnail. Nein, Spaß. Es ist ja nicht mal irgendwas Besonderes eigentlich. Und jetzt wären es 8 Kills. 9 Kills. Zack, zack, PvP hier. Okay, nerv jetzt nicht. Jetzt ist zu viel. 350 und 450. Gönn ich mir. 350 und 450. Da muss ich hier lang. Der wird auf jeden Fall Full Iron drin sein für mich. Ich nehme lieber das hier. Und sag ich mal noch ein Dia-Schwert. Sagen wir 128 Kakaobohnen. Also 128 schon so gestackt. Was brauche ich noch? Ein paar OP-Goldäpfel. Ja, machen wir. Okay, und zum Mitnehmen dann. Ein Spaß. Also, ich fange jetzt mal am besten mit dem Thema an. Ich glaube, jetzt habe ich Zeit. Ich werde dann wahrscheinlich demnächst gegen einen Full Iron sterben. Dann werde ich es einfach nur noch den Todesscreen drin lassen, weiterreden. Mein Thema ist Computersucht, beziehungsweise Spielesucht, Internetsucht, sowas, so etwas. Und ich sage mal, es betrifft ja mehr oder weniger irgendwie schon uns alle, ne? Weil ihr ja auch gerade ein Video zu einem Game, ne, Minecraft, anguckt, habt ihr auch irgendwas mit Spielen zu tun. Deswegen kann ich ja davon ausgehen, dass es euch ja irgendwie interessiert. Die Sache ist die, es ist ein schwieriges Thema, überhaupt zu sagen, was ist denn überhaupt Spielsucht, sag ich mal, ne? Ist es jetzt eine bestimmte Anzahl von Stunden, die du am Tag daran verbringst? Das würde ich sagen, nein. Das liegt eher daran, ob man sich davon lösen kann, ob du abhängig bist, ob du. Es ist wie mit jeder anderen Sucht, wie eine Droge. Und die Sache liegt darin, zu wissen, wann Schluss ist. Oh mein Gott, der ist untouched. Aber erstmal Mini-Feast. Zu wissen, wann Schluss ist. Was meine ich damit? Also, wenn du merkst, du kommst nicht ohne aus. Wenn du merkst, du hast wirklich so ein krasses Verlangen, dieses Spiel zu spielen. Und es ist nicht so ein Verlangen, dass du sagst, es macht mir Spaß und deswegen spiele ich das, aber ich kann ohne Probleme es einfach auch wieder ausmachen. Ja, das ist der Unterschied. Wenn du wirklich. Natürlich, jeder kennt es irgendwie, dass man einfach mal sagt, ja, ich habe halt richtig gerade einen guten Lauf, gerade zum Beispiel in HG, und dann spiele ich halt auch mal 5, 6 Runden hintereinander. Das ist alles kein Problem, aber das Gefährliche wird einfach dann, wenn du einfach dann schon spielst und es dir eigentlich, dass du überhaupt gar keine, sag ich mal, überhaupt keinen Bock mehr drauf hast auf das Spiel. Dass du sagen musst, ich komme nicht ohne aus. Dass du keinen Bock hast, dieses Spiel eigentlich zu spielen, aber du musst einfach, du musst es einfach. Das ist auch wie beim Rauchen, dass du irgendwie süchtig bist. Oder nach jedem anderen. Du kannst auch einfach nach Hustenbonbons süchtig sein.
Nein, was habe ich getan? Habt ihr das gesehen? Ich hab mich versucht. Ich hab mich versucht. Kann ich sowas hochladen? Es lief so schön. Oh mein Gott. Das ist peinlich, Mann. Egal, ich brauche ein Video. Ich muss ein Video hochladen. Ist mir jetzt. Oh Mann, scheiße, wieder so eine Lappenrunde, Mann. Juckt mich nicht. Wo bin ich stehen geblieben mit dem? Ja, und es gibt halt so eine Sache bei denen. Du kannst nicht, ich könnte jetzt so viele Moralapostel pädagogisch wertvolle Sprüche rauslassen, aber ich sag so, viele sagen auch, dass es was mit der Erziehung zu tun hat, und es hat es wirklich. Ich sag so, wenn deine Eltern dir von vornherein das verbieten, gerade dann wird es, glaube ich, für dich interessant. Weil du willst immer Regeln brechen. Und gerade wenn was verboten ist, willst du es machen. Wenn deine Eltern verbieten, Alkohol zu trinken, gerade dann trinkst du Alkohol. Das ist mit einem Computer nicht anders. Deswegen ist es auch ganz wichtig, immer was mit deiner Erziehung abgeht. Und das heißt jetzt nicht, dass deine Eltern dir jetzt verbieten, dass du, wenn deine Eltern jetzt sagen, du darfst nur 2 Stunden am Tag irgendwie vom PC hocken, dass du jetzt sagen sollst, yo, das schadet mir. Nein, es ist gut, wenn deine Eltern sich Gedanken um dich machen, aber letzten Endes musst du dir Gedanken um dich selber machen. Du musst einfach dich selbst, ne? Du bist für dich selbst verantwortlich. Und du musst einfach wissen, was du mit deinem Tag anfängst. Und wenn das dazu gehört, einfach den ganzen Tag was zu spielen, wenn es dir Spaß macht, dann mach's. Aber pass auf, wenn du es nicht mehr lassen kannst, dann wird's gefährlich. Dann schadest du dir selber. Und dann musst du anfangen, jeden Tag weniger. So ein bisschen zu drosseln. Es ist nicht schlimm, wenn du es machst. Wenn du überhaupt irgendwas spielst. Ich will überhaupt nicht sowas sagen, aber die Sucht. Die Sucht, das ist das Gefährliche, aber nicht das Spiel. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ansonsten, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tut mir leid, dass ich so eklig gestorben bin. Oh mein Gott. Egal, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.